So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke. Was für eine Nacht, eine der letzten Nächte vielleicht, und deswegen braucht man am nächsten Tag einmal Black Energy vom Mike Tyson bzw. vom Hannes. Der Hannes hat das nämlich gefunden, der Hannes hat das beim letzten Mal mitgebracht und wir wollten das testen. Jetzt ist er wieder gegangen und wir haben das gar nicht getestet. Einen habe ich so getrunken, ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Das ist jetzt auch schon wieder Wochen her. Deswegen möchte ich euch den mal vorstellen. Habt ihr den schon mal gesehen? Ein Energy Drink mit Mike Tyson drauf, wo einfach Black Energy steht. Das ganze Ding ist nämlich mit... Wo steht denn da was dazu? Hier stehen noch Sprüche drauf. As long as we preserve and endure... We can get anything we want. Mike Tyson. Empower yourself. Ich dachte, ich habe da irgendwas gelesen mit Bären, aber... Nö. The Original Premium Original Black Energy. Thank you. Thank you steht da auch noch mit drauf. Black Energy Drink, Energy Drink, Koffein und kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Taurin. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder, Schwangere, nicht zu empfehlen, pasteurisiert. Wasser, Zucker, naja, da findest du eigentlich nichts, was jetzt irgendwie auf einen Geschmack rückzuführen ist. Das heißt, eigentlich ist ja nur Black Energy, weil der halt black ist oder wie, keine Ahnung. Wir machen den jetzt mal auf, diesen Black Energy schütten euch einmal in dieses Berliner Luftgläschen, damit ihr den mal seht. Tja, der Black Energy, der ist gar nicht black. Der sieht halt aus wie ein ganz normaler, herkömmlicher Energy. Riecht wie ein ganz normaler, herkömmlicher Energy. Und schmeckt wie ein ganz normaler, herkömmlicher Energy. Ansonsten war es das mit dem Tasting. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also ist eine super Verpackung, fällt auf jeden Fall auf, wenn er irgendwo steht. Ist bestimmt teurer als normaler, herkömmlicher Energy. Ist ja Mike Tyson drauf. Da musst du die Verpackung bezahlen und nicht den Inhalt. Ansonsten schmeckt er gut, das kann man ihm lassen. Schmeckt gut, aber müsste für mich jetzt nicht unbedingt der sein. Mir würde dann auch ein Booster reichen. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.